Jetzt kommt noch Rebecca Kirchbaumer, ebenfalls von der ÖVP, eine Tankstellenbetreiberin aus Tirol. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Frau Bundesminister, werte Herr Bundesminister, werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause und liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich tagtäglich im Ehrenamtlichen wie auch in der Nachbarschaftshilfe. Im europäischen und auch im weltweiten Vergleich ist es einzigartig und wir haben das in Österreich sehr gut gelebt, jetzt mit dieser Krise. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen freiwilligen Menschen, die sich so engagiert haben, bedanken. Es ist unbezahlbar und es ist ein sozialer Kitt, den wir hier unbezahlbar haben, wie einen Fensterkitt. Und eigentlich wäre es in diesem Ausmaß gar nicht finanzierbar, wenn wir das nicht hätten. Und die Österreicherinnen und Österreicher haben in dieser Krisenzeit, in dieser Corona-Krisenzeit angepackt, mitgeholfen. Und auch wenn das die liebe FPÖ nicht so sieht, dass es nicht notwendig gewesen wäre, dass wir diese Maßnahmen setzen hätten sollen. Wir hätten eigentlich gar nichts machen sollen, außer die Grenzen schließen. Naja, freut uns sehr, Gott sei es gedankt, dass wir diese Maßnahmen gesetzt haben. Das danke an unsere Bundesregierung, voran unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz, der diesen Weg mit uns gemeinsam, mit der österreichischen Bevölkerung gemeinsam geht. Und die Bevölkerung sieht das auch so und das sieht man auch in den Umfragen so, mein lieber Peter. Auch Danke sagen möchte ich der Landjugend im Bezirk Innsbruck-Land und ganz allen voran meiner Heimatgemeinde Bolling, die mit der Landjugend diese Obstkiste ins Leben gerufen hat und in dieser Krise Menschen versorgt hat mit Lebensmitteln, die eigentlich für die Gastronomie vorgesehen gewesen wäre und die der Mülltonne geschuldet wäre. Und somit konnten Menschen geholfen werden, die zu Hause Obst und Gemüse brauchen und in weiterer Folge auch den Unternehmen geholfen werden, dass sie eine Existenzgrundlage haben. Diese Mittel, diese 600.000 Euro, werden bestimmt nicht zweckentfremdet. Liebe Frau Bavakovic, sie wird ganz bestimmt in die richtige Richtung gehen, wo sie auch gebraucht wird, zum Beispiel für Rückholaktionen, für junge Erwachsene, für Gedenkdienste und Überbrückungsfinanzierungen für das freiwillige soziale Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, das freiwillige Engagement ist und bleibt unbezahlbar, aber es ist gerade in der freiwilligen Arbeit, die unser Land so groß macht und so besonders macht. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, allen engagierten Menschen in unserem Land und danke unserer Bundesregierung, dass wir diese Corona-Krise viel besser bewältigen haben können, als wir unsere Nachbarländer und sie auch bewältigen werden. Vielen Dank. Mit Rebecca Kirchbaumer ist die Pflegedebatte jetzt beendet. Als nächstes steht das Thema Arbeitslosenversicherung auf der Tagesordnung. Das ist nicht der Fall.